Ja, Babette Hartwig ist die Leiterin der Restaurierungswerkstatt der Gemäldegalerie, Frau Hartwig. Was sind denn die Herausforderungen bei diesen beiden Bildern, die jetzt hier für die Ausstellung geplant sind? Ja, fange ich mal mit dem Bild an, weil wir es so schön vor uns haben. Die Tafel ist inzwischen extrem verwölbt, hat mehrere Risse, die auch schon mehrfach bearbeitet worden sind. Diese Bearbeitungen haben sich verändert. Das ist ganz natürlich. Das sind teilweise Ölfarbretuschen, die sich verbräunt haben. Wir haben außerdem einen sehr gelblichen Firnis. Also man muss sich dieses Bild doch sehr in brillanten Farben vorstellen. Hier ist die Maria in einem roten Untergewand. Das ist ein Farblackrot. Dagegen steht ein ursprünglich intensives Blau. Darauf sind Goldornamente, die jetzt auch schon relativ verbräunt sind. Und wir haben aber leider sehr viele Überarbeitungen und insofern war eine größere Diskussion, wie gehen wir mit diesem Bild um. Es ist so, dass diese Pigmentkörnungen, die sehr unterschiedlich sind, auch häufig je nach Farbe verschiedene Bindemittel verwendet wurden, sodass wir hier das Problem haben, dass wir tatsächlich dieses ursprüngliche intensive Blau gar nicht mehr aufdecken können. Denn da haben sich diese Firnisse so stark hineingesetzt in die Struktur, dass wir sowieso nicht das gewinnen können, was wir gerne als typisch für die Zeit präsentieren müssten, nämlich dieser Blau-Rot-Kontrast gegenüber dem Inkarnaten von Maria und Kind. Wir haben uns deshalb entschieden, sehr zurückhaltend, rein konservatorisch vorzugehen, eine Pflegemaßnahme durchzuführen, Retuschen zu korrigieren, sodass der Besucher, der Betrachter nicht abgelenkt wird und gestört wird zu sehr von den Beschädigungen, die da sind. Wir können aber in den Rissen nichts ändern. Möglicherweise werden auch unsere Restaurierungsmaßnahmen in 50 Jahren nicht mehr ganz so aussehen, wie wir uns das wünschen, obwohl wir natürlich uns darum bemühen, möglichst langanhaltende Farben zu verwenden, Bindemittel zu verwenden, die sich möglichst wenig verändern. Aber natürlich, die Alterung des Originals ist eben schon 500 Jahre passiert. Die Alterung unserer Materialien setzt ja jetzt erst an. Also man kriegt ja nie die Gleichzeitigkeit der Alterung hin. Welches Material ist das? Also wir haben eine Pappelholztafel und das ist sehr typisch für italienische Malerei. Wir haben darauf einen Gipsgrund, weiß. Eine Unterzeichnung, da wird es dann richtig spannend, das können wir ja auch sichtbar machen, teilweise durch die Infrarotunterzeichnung. Und man kann dann sehen, in welchen Bereichen ein Karton aus der Werkstatt nur übertragen wurde. Davon können wir hier zum Beispiel beim Christus auch ausgehen. Sogar beim Profilbildnis bei der Simonetta, das, was ich schon für die Gesichterausstellung untersucht habe, wurde ganz deutlich, das Profilbildnis ist quasi übertragen, kopiert quasi. Und dann frei wird die Unterzeichnung erst da, wo die Hände sind, wo das Gewand ist. Darauf wurden zunächst die Vergoldung gemacht, das haben wir jetzt hier nicht, das kann ich an dem anderen Bild zeigen. Dann auch Hintergrund gemalt, Aussparungen gemacht und die Farbflächen wirklich kaum überlappend nebeneinander gesetzt. Gehen Sie bei der Restaurierung vor? Bei der konservatorischen Maßnahme startet man natürlich immer mit der Untersuchung, das ist ganz selbstverständlich. Dann werden wir teilweise hier partiell Übermalungen abnehmen,
Und wir werden natürlich solche Stellen wieder füllen, die ausgebrochen sind, wie man hier sieht. Es wird dann der Firnis hier in dem Fall belassen, aber korrigierende Retuschen vorgenommen und ein neuer Rahmen gebaut. Das Risiko ist immer, welche Löslichkeiten hat denn das Original? Wir können ja nur eine Firnisabnahme und eine Abnahme über Malung dann machen, wenn diese späteren Materialien in einem anderen System, in einer anderen Technik aufgebracht wurden als das Original. Also wenn das Original in Tempera gemalt ist und die Retuschen auch in Tempera, würden wir mit demselben Lösungsmittel die Abnahme machen müssen. Insofern kann man Tempera-Retuschen nur mit dem Skalpell unter dem Mikroskop abnehmen und das dauert natürlich. Also je nach Größe und je nach Konzept der Restaurierung ist der Aufwand natürlich sehr verschieden. An wie vielen Gemälden arbeiten Sie zurzeit hier? Oh, wir sind sehr viel in Arbeit momentan, weil sehr viele verschiedene Ausstellungspläne da sind. Wir haben hier schon Bilder, die für die Spanier-Ausstellung 2016 vorbereitet werden. Nächstes Jahr gibt es ein Hieronymus-Bosch-Jubiläum, wofür der Kollege an einem Bosch-Triptychon arbeitet. Die Luther-Ausstellungen auch im nächsten Jahr werfen ihre Schatten voraus. Da tun wir etwas auch für Erfurt. Ein großer Kranach-Altar wird restauriert. Also wir haben neben den Rembrandt-Untersuchungen doch auch eine Menge gerade in Arbeit. Ja, jetzt haben Sie hier an diesem Gemälde so kleine weiße Pfeile aufgeklebt. Das ist eigentlich so ein Teil unserer ersten Voruntersuchung, wo wir uns verdeutlichen noch, wo wir technologische Details haben, die wir noch mit Mikrofotos, also Fotografie durchs Mikroskop, aufnehmen müssen. Zugleich auch Fotos, die eine besondere Pfeile, die auf eine besondere Problematik im Zustand hinweisen. Das ist zum Beispiel hier, wo dieser rote Farblack aufblättert und unbedingt gefestigt werden muss. Da muss man das nicht immer wieder suchen. Hier oben ist schon mal eine kleine Firnisabnahmeprobe gemacht, wo man sehr schön sieht, dass der Himmel sehr viel hellblauer wird und jetzt momentan durch den Firnis grünlich wirkt. Der Firnis ist etwas vergilbt. Außerdem sieht man hier sehr schön am Rand, dass dort die Grundierung ansteigt nach oben. Das ist so ein sogenannter Grundiergrad. Dort haben wir den Hinweis darauf, den Beweis, dass ursprünglich ein vergoldeter Rahmen um das Bild herum hergestellt wurde. Der ist also abgeschnitten worden. Der ist abgeschnitten worden und man hat wirklich, da müssen wir wirklich kriminalistisch vorgehen, dass man da guckt, was für Hinweise finden wir denn, die uns Indizien geben für die Rekonstruktion des ursprünglichen Zustands. Und in dem Fall ist es wirklich nicht, wie wir das kennen, dass ein Bild in einen Rahmen eingerahmt wird, sondern es ist von Anfang an als eine Einheit erstellt worden. Bild und Rahmen, Vergoldung des Rahmens und Vergoldung des Nimbus wurden in einem Zuge als allererstes hergestellt. Also wir müssen immer damit leben, dass wir jetzt einen Zustand haben, der natürlich die Geschichte zeigt, die Veränderungen zeigt, die sowohl durch Restaurierungen passiert sind, aber auch durch den Umgang, den Transport, durch Beschneidung, durch die Kriegseinlagerung, alle solche Schäden kumulieren natürlich und wir können nicht alle verändern. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass hier
die Tafel, die originale Pappelholztafel, eine Fuge hat, die gerissen ist? Oder ich glaube, dass sie durch den starken Wurmbefall abgebaut ist, also, und sich geöffnet hat, also die Haftung ging verloren. Daraufhin ist dann hier auch wirklich ein ganzes Brett abgebrochen, weil diese Tafel einfach nur noch ein Gerippe an Holz ist, wahnsinnig verwurmt. Es hat ein Vorgänger von uns, ein Restaurator, die Tafel neu verleimt. Es ist dabei nicht ganz gelungen, diese Tafel in der Ebene wieder zu verleimen. Also man sieht, dass es hier eine Stufe gibt. Daran können wir aber nichts machen. Die haben dann das Problem damit behoben, dass die eine Seite, die niedrige Seite, überkittet wurde. Und damit ist ganz viel vom originalen, von der originalen Farbe überdeckt. Die werden wir wieder aufdecken, weil uns wichtiger ist, das Original zu zeigen, als dort jetzt eine Stufe zu nivellieren. Wir leben lieber mit der Stufe und zeigen mehr originale Malerei. Das ist unsere Herangehensweise. Ja. Nochmal eine Frage hier zu diesem Holzwurm, den man jetzt nur von der Rückseite sieht. Was können Sie denn da überhaupt noch machen oder retten? In den 80er Jahren noch oder 70er Jahren hat man solch stark verwurmte Holztafeln komplett mit Kunstharzen getränkt, um diesem Holz wieder eine Stabilität zu geben. Von diesen Kunstharzen haben wir aber auch keine Langzeiterfahrung. Insofern ist es manchmal nur noch ein Kunstharzgerippe mit ein bisschen Holz drumherum. Und nachdem wir auch wissen, wie schnell Plexiglas, Kunstharze jeder Art, Acryl, sich auch verändert und altert, sind wir auch davon wieder abgekommen, eben wegen dieser Langzeiterfahrung. Wir versuchen eher durch stabilisierende Maßnahmen wie eine gute Rahmung, ein Rückseitenbrett, alles drumherum gibt es viele konservative Möglichkeiten, solch einen Bildträger zu stabilisieren. Und natürlich muss man dann überlegen, welche Risiken kann denn so eine Tafel aushalten? Wollen wir es wirklich durch die ganze Welt schicken oder können wir das nicht vertreten? Auch da ist natürlich viel passiert im Bereich der Transportverpackung und Schutz während solcher Transporte. Aber trotzdem ist jeder Transport mit Erschütterung verbunden. Das sind immer die Risiken, die wir abwägen müssen, wenn wir gefragt werden, ob ein Gemälde ausgeliehen werden kann an einen anderen Ort. Musik.